Von der Brauerei geht es zu einem Ureinwohner von Grand Cayman, dem blauen Leguan. Lange war er eines der seltensten Tiere der Erde und es gibt ihn nur hier. Leguan-Experte Alberto und eine Kollegin züchten die Tiere und wildern sie aus. Oh, hello. Hi, how are you? Hallo, wie geht's euch allen? All good, man. All good. My name is Tambe. My name is Alberto. Ich bin Alberto. Alberto. Herzlich willkommen im Blue Iguana Recovery. Vor vielen Jahren habe ich in Deutschland gelebt, in Heidelberg. Heidelberg? Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ja. Super. Auf einer britischen Insel in der Karibik singen ein Deutscher und ein Amerikaner ein Lied eines Komponisten aus Österreich. Das ist mal Völkerverständigung. Wir haben hier eine Anlage, wo die Tiere in Ruhe brüten können. Wir helfen den Jungtieren beim Schlüpfen und kümmern uns um sie, bis sie 2 Jahre alt sind. Wenn sie dann gesund und stark genug sind, wildern wir sie wieder aus. Ja, dann wollen wir gucken. Okay. Anton, jetzt müssen wir aufpassen. Dieses Zuchtprogramm, das ist mit den Hessen ja auch, die sind am Aussterben. Das waren die blauen Leguane auch. Bis 1503 lebten sie in Saus und Braus. Als Kolumbus die Inseln entdeckte, war Schluss mit lustig. Leguane schmecken eben lecker. This is one of the breeders in this program, okay? Okay. Das ist einer seiner Zuchthengste, wenn man das so sagen kann. Den heißt er bestimmt Tamme. See, this is a... Und hieran können wir ihn identifizieren. Okay. Sein Name ist BG, Blue Green. Das sieht aus, als wenn ein Seefahrer vom Krabbenkutter kommt und hat eine alte Öljacke an, die gerade voller Salzwasser getränkt ist. So fühlt sich das auch an, wie ein ganz rauer Stoff. Aber das Witzige ist ja, wenn wir hier gucken, die kleinen, der hat die Jacke ja auch kürzlich mal geändert hier. Jetzt geht alles los, seht ihr das? Er wirft es ab. Er ist größer geworden. Zeit für die Fütterung. Die indische Maulbeere heißt auch Käsefrucht. Für die blauen Leguane ein Leckerbissen. Sie tragen ihren Namen wegen ihrer Haut. Sie färbt sich blau, wenn sie gut gelaunt sind. Die Frucht scheint also zu schmecken. The smell, that's the fruit, that's not the animal. No, that's the fruit, yes. Yeah, good. Also der typische Geruch, der kommt von der Frucht. Ich hab's gedacht. Mm, yeah. So eine Frucht musst du mit ins Kino nehmen, dann hast du immer Platz. You can see Ihr könnt sehen, dass er seine Farbe ein bisschen geändert hat. Er hat nämlich gute Laune wegen der süßen Frucht. It's juicy. Good. Dieses Früchtchen wird dem Leguan so schnell niemand wegnehmen. Wie die Männer so sind, sie geben ganz anders was her, nicht, wenn man das sieht, nicht? So schlicht in NATO-Grün kommt die Alte um die Ecke. Und hier den Sunny Boy. Nee. Die wird auch blau, wenn sie eine gute Laune hat. Aber wenn die muss brüten, auch verdammt gute Laune haben. Da muss sie verdammt gute Laune haben. Nee, aber wenn die brüten, dann wird die ziemlich grau und bräunlich und sowas, damit die halt überhaupt nicht wahrgenommen werden und dann das Gelege besser bewachen können. Die Jungs, die wollen halt irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit. Wie viele Eier legen die? How many eggs they lay? Okay, Sie legen nicht viele Eier. Okay. Bevor die Menschen auf diese Insel kamen, hatten die Leguane keine Feinde. Okay. Daher produzieren sie nur wenige Eier. Mindestens 3 bis 4, bis hin zu 12 bis 14 Eier pro Jahr. 3 bis 4 Eier im Jahr. Das ist nicht viel, doch seit einigen Jahren steigt die Population zum Glück wieder an. Hier haben wir immer Paare, ein Weibchen und ein Männchen. Aber in der freien Wildbahn hat ein dominantes Männchen während der Paarungszeit immer ein großes Revier von ungefähr 60.000 Quadratmetern. Und da kann es sich mit allen Weibchen vergnügen, die dort leben. Oh. Also, und dann so alt Es kommt auch schon mal vor, dass ein Weibchen das Männchen wegschubst und nichts mit ihm zu tun haben möchte. Aber das ist natürlich auch sehr viel. Man will ja auch nicht... Nee, es ist stressig, ja. 7 ist gut. Das, was wir aus Friesen sagen? Besser eine Ziege satt machen, als 12 auf dem Stall die Hunger schieben. Ja, der Ostfriese liebt es eben monogam.
Und im Gegensatz zum blauen Leguan ist er ungefährlich. Ihre Zähne sind dafür gemacht, hauptsächlich Blätter zu schneiden. Daher sind sie nach hinten gelehnt und unglaublich scharf. Wenn man also von so einem Kerl gebissen wird, ist es nicht einfach zu entscheiden, was man machen soll. Denn wenn man die Hand herauszieht, dann wird die Haut geschreddert. Wenn man sie aber drin lässt, wird sich der Druck des Kiefers immer mehr erhöhen. Sie können dir deine Finger brechen, denn sie sind in der Lage, mit dem Kiefer enormen Druck aufzubauen. Diese Kraft hat Albertos Zeigefinger zu spüren bekommen. Tamme und Anton verabschieden sich. Der erste berufliche Termin steht an.